Hallo, mein Name ist Elena und das hier ist die Minu. Wenn ich mit Minu unterwegs bin, werde ich sehr häufig auf den Hund angesprochen. Die Leute sind dann immer ganz begeistert von ihr und wollen wissen, was das für eine Rasse ist. Und deshalb dachte ich, ich erzähle euch heute mal was über Minu und Irish Setter generell. Zum Aussehen der Irish Setter muss ich jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ihr habt hier ein sehr schönes Exemplar vor euch. Typisch für Setter ist eben ihr kastanienbraunes, schönes, auch längeres Fell, das natürlich einiger Pflege bedarf. Bei Minu hat man jetzt ein bisschen Glück gehabt, die hat nicht so wahnsinnig langes Fell wie einige andere Vertreter ihrer Rassen. Die Setter können so richtig schöne, volle Locken bekommen, die dann natürlich wöchentlich gepflegt werden müssen. Worauf man auch achten muss, ist dadurch, dass Setter gerade an den Ohren sehr viel Haare besitzen und lange Schlappohren haben, muss man die Ohren regelmäßig kontrollieren und gucken, dass sich da keine Ohrenentzündungen reinsetzen. Setter werden so zwischen 55 und 67 cm in der Schulterhöhe hoch und können bis zu 30 Kilo oder um die 30 Kilo schwer werden. Das heißt, Setter zählen schon eher zu den größeren Hunden, was man dann auch beachten sollte, wenn man einen Setter als Familienhund anschafft, weil das durchaus eine Größe ist, bei der der Hund mal im Spiel ein Kind aus Versehen umrennen kann. Setter sind ursprünglich Jagdhunde, also Jagdgebrauchshunde, die bei Jägern durch ihre ausdauernde und selbstständige Arbeit sehr beliebt sind. Sie zählen zu den Vorstehhunden, das heißt, wenn der Hund Wild erspäht hat, bleibt er ruhig stehen und zeigt dieses Wild eben dadurch an. Meistens hebt er noch einen Vorderlauf, das ist ein typisches Bild, das sieht man häufig von Jagdhunden. Heutzutage werden Setter aber eher als reine Familienhunde und Begleithunde gehalten, was auch sehr gut möglich ist, wenn man den Setter ordentlich auslastet und ausreichend beschäftigt. Und damit meine ich Minimum 2 Stunden spazieren gehen am Tag. Setter sind für ihre Freundlichkeit bekannt, was auch bei Minu definitiv zutrifft. Sie ist ein wahnsinnig freundlicher Hund und mit ihrer Freundlichkeit kann sie dann auch den ein oder anderen Menschen schnell mal um die Pfote wickeln. Was natürlich für mich wahnsinnig praktisch ist, weil man kann sie ohne Bedenken überall mit hinnehmen. Wer jetzt aber einen Wachhund sucht, ist beim Setter definitiv an der falschen Adresse. Mich als Tierärztin interessieren besonders die rassetypischen Krankheiten. Und ich habe euch für den Setter heute mal 4 Erkrankungen mitgebracht. Und zwar ist das einmal die Hüftgelenksdysplasie. Die Hüftgelenksdysplasie betrifft nicht nur Setter, sondern viele größere und schwerere Rassehunde. Kann natürlich auch Mischlinge betreffen. Dabei handelt es sich um eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks, die dem Hund Probleme beim Laufen bereitet. Also es ist eine Erbkrankheit, die kann vererbt werden. Und es kann eben dadurch ausgeschlossen werden, dass man darauf achtet, dass der Setter-Welpe von hüftgelenksdysplasiefreien Eltern stammt. Die zweite Krankheit ist die kanine Leukozyten-Adhäsionsdefizienz, die ausschließlich bei Settern vorkommt. Und zwar sind Leukozyten Teile des Immunsystems, die bei der Abwehr von spezifischen Krankheitserregern helfen sollen. Leukozyten befinden sich im Blut und wenn jetzt ein Krankheitserreger quasi den Körper betritt, dann wandern die Leukozyten über die Blutbahn zu diesem Ort des Erregers und können sich an der Innenwand des Gefäßes anheften. Daher kommt auch das Wort Adhäsion. Und dann treten sie quasi langsam aus dem Gefäß in das umliegende Gewebe aus und können dort den Krankheitserreger direkt bekämpfen. Wenn dieser Hund jetzt aber eine Leukozyten-Adhäsionsdefizienz besitzt, sind die Leukozyten nicht mehr dazu in der Lage, sich an der Gefäßwand festzuhaften. Und dann geht das meist einher mit einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit des Hundes. Die tritt meistens schon im frühen Welpenalter auf. Die Hunde zeigen dann Nabelentzündungen, Zahnfleischentzündungen, Gelenkentzündungen und auch Hautentzündungen und haben meist eine sehr schlechte Prognose für ihr weiteres Leben. Also die werden meistens nicht alt. Aber durch genetische Tests kann man diese Krankheit relativ gut ausschließen, beziehungsweise erkrankte Tiere kann man dann von der Zucht ausschließen und so hat man es auch geschafft, diese Krankheit weitestgehend in den Griff zu bekommen und die gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Die dritte Krankheit ist die progressive Retina-Atrophie beim Irish Setter. Retina ist die Netzhaut im Auge und bei dieser Krankheit kommt es eben zu einer fortlaufenden Zerstörung der Zellen der Netzhaut und der Hund erblindet. Es gibt 2 Formen, und zwar gibt es einmal eine Form, die betrifft eher junge Hunde.
Das heißt, junge Hunde erblinden. Und dann gibt es eine Form, die betrifft Hunde ab einem Lebensalter von circa 8 Jahren. Und auch auf diese Krankheit kann man testen. Und auch hier ist es wichtig, dass ihr auf einen professionellen und erfahrenen Züchter eurer Hunde achtet, dem die Gesundheit der Welpen sehr am Herzen liegt. Und genau, somit könnt ihr eben sicher gehen, dass euer Tier möglichst gesund an euch übergeben wird. Die vierte Krankheit ist auch nicht wirklich nur Setter-typisch und ist auch nicht vererbbar. Die hat eher ihren Ursprung in der Form des Hundes. Leider liegt jetzt Minu, aber wenn sie stehen würde, würde man sehen, dass sie einen sehr tiefen Brustkorb besitzt. Und dieser tiefe Brustkorb, der erstreckt sich natürlich auch, also die Tiefe geht in den Bauchraum über. Und im Bauch hat der Magen eine erhöhte, also viel Platz, um sich quasi zu drehen. Und gerade tiefbrüstige Hunde leiden sehr oft an einer Magendrehung. Was genau dahinter steckt, das werde ich euch in einem der nächsten Videos genauer erklären. Aber eine Magendrehung ist prinzipiell immer ein Notfall und muss auch operiert werden. Minus Mama war eine rot-weiße Irish Setter Hündin. Rot-weiße Irish Setter sind quasi die ältesten Irish Setter, die es gibt. Und die wurden dann aber langsam von den rein roten Irish Settern verdrängt. Die roten Irish Setter sind dann eher so zu den Zuchtausstellungen gekommen und die rot-weißen Irish Setter sind bei den Jägern geblieben. Und auch bei Minu kann man die Jagdhundgene nicht verleugnen. Wenn man mit Minu im Wald unterwegs ist, inspiziert sie alles ganz genau. Jeder Vogel wird beobachtet und sie hat eine extrem hohe Aufmerksamkeit gegenüber ihrer Umgebung und eine Wahnsinnsenergie. Also sie rennt mit einem Affenzahn durch den Wald und würde am liebsten gar nicht mehr aufhören und fordert auch beim Spaziergang extrem viel Aufmerksamkeit ein, damit sie nicht ihre eigenen Wege verfolgt. Dementsprechend ist der Setter eher für naturverbundene und sportliche Menschen geeignet, die wirklich Zeit haben und Lust haben, sich mit diesem Tier auch draußen zu beschäftigen. Wenn man jetzt mit dem Setter nach Hause kommt, ist es ein Hund, der sehr engen Familienanschluss einfordert und viele Streicheleinheiten und Zärtlichkeiten. Also man sieht ja auch hier, wie sie die Nähe zu mir sucht. Genau, und da sollte man auch in der Lage dazu sein, genug Zeit aufzubringen sozusagen, was aber auch für viele andere Hunde natürlich gilt. Damit der Hund eben die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Wenn der Setter unausgelastet ist, kann er zum richtigen Plagegeist werden und lässt sich auch Blödsinn einfallen. Dementsprechend sollte man diesen Aspekt wirklich bedenken, bevor man sich einen Setter anschafft. Ja, wenn man jetzt aber diese ganzen Bedürfnisse des Setters erfüllen kann, dann hat man einen unfassbar treuen Freund gefunden, der super gut gelaunt ist und super freundlich ist und mit seinem Witz und seinem Charme das Leben wirklich schöner macht und sehr bereichert. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, dann freut es mich erstmal und ich hoffe, dass ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Themenwünsche, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald!